Hallo und herzlich willkommen. Moment. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarox. Schön, dass ihr eingestellt habt heute zum Daily Vlog. Mal sehen, kann, geht's mir ein bisschen besser. Was man aber nicht sehen kann, ist, dass meine Haare irgendwie immer schlimmer werden oder besser werden. Nein, Spaß. Ja, ich mach zum Friseur. Hallo Leo. Ich muss echt zum Friseur. Mittwoch habe ich einen Termin. Da freue ich mich schon drauf. Gott sei Dank, weil das geht nicht mehr so. Nee, das geht wirklich nicht mehr. Da kann man auch fast nichts mehr machen. Ne? Das ist wirklich aber viel zu lang. So, gestern war ich irgendwie tot. Ja, ganz tot. Irgendwie krank. Ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall ging es mir wirklich nicht so gut. Und jetzt fühle ich mich wieder... Aber ich muss sagen, ich habe jetzt ewig geschlafen. Wie viel Uhr haben wir? 9? Ach du Scheiße, habe ich jetzt lang geschlafen. Mein Gott. Gut, das Schöne ist, ich habe heute nicht so viel vor, aber trotzdem, ach du Scheiße, bis 9 habe ich geschlafen, nein. Na gut, okay. Was steht heute so an? Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt ein bisschen Scrap-Mechanik machen. Aber erstmal frühstücken. Und dann habe ich Lust, etwas Schönes weiterzumachen. Und zwar habe ich wieder angefangen, mein Spiel weiterzuentwickeln. Und ich hatte so eine tolle Idee, die ich heute weitermachen möchte. Mal gucken, ob ich das heute schaffe. Zudem will ich mich mal ein bisschen informieren, wie das ist, mit dem Spiel zu veröffentlichen, weil das ist ja auch nicht immer so ganz so einfach. Bei Steam gibt es ja irgendwie sowas, das nennt sich Green Light oder sowas. Da müssen wir mal nachfragen, wie das läuft. Und ich bin ja so gut befreundet mit Astragon, also mit dem Publisher von Landwirtschaftssimulator. Vielleicht fragen wir die mal, wie das so läuft. Die können mir das bestimmt sagen. Und vielleicht nehme ich auch als so ein bisschen so unter die Arme. Mal gucken. Einfach mal probieren. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich werde da jetzt eine schöne E-Mail schreiben. Und ja, und dann schauen wir mal. Genau. Vielleicht haben wir ja nachher sogar noch Zeit, ein lustiges Video anzugucken. Mal gucken. Also, let's go. An die Arbeit, Mister. Ich habe gerade etwas Krasses gesehen. Ich bin mal gespannt. Also, wir sind jetzt gerade am Terrarium. Für den Wassergang. Die Schildkröten sind momentan auch drin, weil es so kalt draußen ist. Aber die können wahrscheinlich bald raus, weil es so unglaublich warm zur Zeit ist. Ich bin gerade hier vorbeigegangen und ich habe etwas gesehen, was für mich neu ist. Könnt ihr das sehen? Was ist das? Das sieht mir extrem nach einem Ei aus. Also aber nicht von welchem. Ob das jetzt von den Schildkröten ist oder von den Wassergang. Ich würde sagen, wir holen es mal raus. So. Da ist das gute Teil. Die gucken schon. Hey, was machst du da? Gib ich was zu essen? Ich habe nämlich Hunger. Ihr habt immer Hunger. Das ist ja das Problem. So, wem gehört dieses wunderschöne Ei? Die Wasseragamen können es nicht sein. Also können es theoretisch schon sein. Aber die sind, die können sich nicht befruchten, weil beide Weibchen sind. Und, die eine ist sogar kastriert. Die Schildkröten könnten es rein theoretisch sein, aber normalerweise legen die mehr als ein Ei. Deswegen wundert mich das jetzt ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir damit machen sollen. Mich würde es natürlich schon interessieren, ob da was bei rauskommen kann. Nee, ich weiß es nicht. Muss ich mal googeln. Ja. So, ich habe die Eier rausgeholt, beziehungsweise das Ei. Waren da nicht Eier, mehrere, sondern nur ein Ei. Und zwar, ich vermute mal, dass es wahrscheinlich von einer Wasserschildkröte ist oder vielleicht, ja. Obwohl, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Denn es ist so, dass Wassergamm und Wasserschildkröten, also beide, immer mal wieder so ein Ei legen. Ja? Also das, weil das wird immer vorproduziert, so ein bisschen so wie bei den Hühnern und kommt dann auch unbefruchtet raus und wird dann halt abgelegt. Man kann, also Wasserschildkröten oder Wassergamm können Legenot bekommen, wenn sie das Ei nicht ablegen. Deswegen ist das eigentlich gut, dass sie es abgelegt haben. Ich möchte da jetzt auch niemanden jetzt sagen, oh ja, wir kriegen vielleicht demnächst Babyschildkröten oder Babywassergarn. Nein, das wird wahrscheinlich wird nicht passieren. Also Wasser... Hey Leo, ich kann nicht sehen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, denn Wassergarn kann es nicht sein. Wir haben kein Männchen drin und Wasserschildkröten glaube ich auch nicht. Normalerweise sind das immer mehr. Und die Wasserschildkröten haben schon so oft Eier gelegt und es ist noch nie was dabei rausgekommen. Deswegen mache ich mir da gar keine Hoffnung. Ich habe auch gar keinen Brutkasten oder irgendwie sowas und kann auch gar nicht die Voraussetzungen richtig setzen, damit die Schildkröten das schön haben und schön legen können. Das Einzige kann sein, dass sie vielleicht nur Eier ins Wasser gelegt haben.
Das hatte ich nämlich auch schon oft. Ich sollte mal da nochmal nachgucken. Ich auch mal. Also, ich habe jetzt so beim Wasser nachgeguckt. Also im Wasser sind tatsächlich auch noch Eierschalen zu finden. Die sind aber alle schon so kaputt, also so ganz klein gefitzelt. Wir hatten oft schon die Situation, dass die Schildkröten Eier gelegt haben, aber die dann entweder kaputt waren, im Wasser lagen oder sonstiges. Es ist eigentlich so, Wasserschildkröten gehen eigentlich an Land. Also Wasserschildkröten sind ja Wasserschildkröten, die gehen ja an Land. Also keine Meeresschildkröten, die machen das ja normalerweise auch. Aber diese Wasserschildkröten gehen normalerweise an Land und legen graben Loch und legen da die Eier ran. So, bei mir hier drinnen haben sie nicht so wirklich die Möglichkeit zu graben, weil da einfach zu wenig Platz ist. Das ist eigentlich nur eine Notlösung, damit, wenn es so draußen so extrem kalt ist, dass die hier drinnen sind. Sonst würden die draußen sterben, das wäre einfach zu kalt. So, jetzt ist es natürlich so, dass jetzt so langsam das Wetter schöner wird und es wird wärmer und so weiter, dann kriegen die natürlich auch Frühlingsgefühle. Also es ist tatsächlich nicht unmöglich, dass dieses Ei befruchtet ist. Muss man ja ganz ehrlich sagen, denn wir haben jetzt ein Männchen schon etwas länger dabei, der jetzt so langsam in dem Alter kommt, fruchtbar zu sein. Beziehungsweise das Weibchen auch. Also es ist nicht unmöglich. Es kann sogar theoretisch echt sein, dass das Ei befruchtet ist. Aber wie gesagt, ich habe nicht die Möglichkeit, das in einen Inkubator oder sowas zu tun. Deswegen habe ich es jetzt so in dem Terrarium, da ist es ja relativ warm und feucht, in die Erde getan. Also die würden es normalerweise vergraben, eine feuchte Erde und das war's. Mehr machen die da drum, kümmern sich nicht mehr drum. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal gucken. Schauen wir nachher im Internet, wie lange das ungefähr dauert und dann schauen wir mal wieder nach. Wir hatten das schon mal, dass wir ein Ei gefunden hatten, da war aber nicht die Möglichkeit, dass es befruchtet sein kann. Das hätte nicht sein können. Wir haben es trotzdem versucht und das Ei war nach ein paar Tagen zerfallen. Das Ei ist wirklich astrein. Das ist wirklich fest. Meistens sind diese Eier sofort zerfallen, ja, also sie sind sofort so ineinander gefallen oder kaputt oder sonst irgendwas, aber das ist wirklich ziemlich stabil, also maybe, vielleicht kriegen wir so ein kleines Mini-Schildkrötchen, ich weiß es nicht. Was mich aber wundert, dass das Ei länglich ist. Es ist länglich. Ich glaube nicht, dass die, für die Wassergaben wäre das zu groß. Ich google jetzt mal Wasserschildkröten-Eier und Wassergaben-Eier. Ach du Scheiße, was ist denn mit meinen Haaren los? Mein Gott, das ist unglaublich. Ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit da rumzuzuckeln. So, egal. Liebe Leute, es ist sehr wahrscheinlich ein Wassergaben-Ei. Die Wasserschildkröten legen zwar auch so leicht ovale Eier, aber ja, oval. Nicht so wie das, das sah ja aus wie so eine Rakete oder so. Das ist sehr wahrscheinlich von der Wassergame und wird nicht befruchtet sein, weil, wie gesagt, da ist kein Männchen drin. Ja, ein bisschen schade schon, aber vielleicht auch besser so, weil mehr Schildkröten will ich sowieso nicht haben, denn den Platz habe ich überhaupt nicht. Und ja, genau. So, widmen wir uns unseren anderen Aufgaben. Wo wir beim Thema Schildkröten sind, die Landschildkröten dürfen wieder raus. Soll mal Hallo sagen, guten Morgen, grüß Gott, Ibens, die Hilde und da ist der Bert, hallo. Ja, die zwei freuen sich natürlich. Ich habe jetzt hier draußen auch mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Echte Erde, umgegraben, neue Versteckmöglichkeiten. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo noch ein paar Kräuter herkriegen, die wir wieder hier hinpflanzen können. Und dann dürfen sie wieder draußen sein. Yeah. So, liebe Leute, ich habe draußen das Schildkrötenbeckenchen fertig gemacht. Jetzt sitzt sie wieder draußen. Das freut sie natürlich. Und es ist echt verdammt warm. Ich schwitze leicht, also es ist wirklich krass warm in der Sonne. Die Sonne hat so eine unglaubliche Kraft, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man hat das Gefühl, das ist mitten im Sommer. Und ja, ich werde jetzt streamen. Streamen werde ich jetzt wahrscheinlich. Und ja, beziehungsweise ich werde erstmal dieses Video hier fertig machen. Demnach sage ich jetzt auch Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, nicht vergessen, ein Like da lassen. Wir sehen uns dann
morgen wieder. Winke, winke, bis dann.